Ich schenke dir mein Erz. Mm. Mm. Nicht schon wieder. Mm. Das habe ich ja schon. Ich schlepp mal wieder ein Auto irgendwo rum. Und diesmal sogar voll die Challenge mit Schleppen des Rückwärts. Haben wir das letzte Mal auch schon? Aber nur kurz. Ja. Und zur Rushhour. Das ist uns aber scheißegal. Ja, natürlich, aber. Ja, ich hoffe, es gibt bald Videos, wo wir nicht dauernd abschleppen. Ich hoffe, dass wir nie mehr irgendwas abschleppen müssen. Wäre auch schön. Okay. Hat natürlich hervorragend funktioniert. Wir haben uns eigentlich auch bloß ein Stück hochschleppen müssen und dann haben wir den Rest wieder runter vor unsere Werkstatt rollen lassen können. Ist ja schon wieder drin. Ist einfacher gegangen als gedacht. Ja, das stimmt. Jetzt kommt die Sonne raus. Na Gott sei Dank. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So, jetzt müssen wir es noch ein bisschen vorschieben, das Ganze, und dann bauen wir die Kupplung ein und danach bringt der Hage das Getriebe, gell? Beziehungsweise erst machen wir noch ein Pilotlager so. Und dann, dann basteln wir alles eigentlich wieder zusammen. Ja. Was genau? Alles gut. Natürlich suche ich was, wie immer. Okay, als darfst du was hören. Du hast doch recht, hier die Ordnung Deluxe. Welche Ordnung? Mit wem redest du eigentlich? Wem genau meinst du? Kannst du nicht mich meinen? Ja, ich bin meinem eigentlichen Traum an. Ich brauche augenblicklich die richtige Zange. Das ist seine HZ-Zange. Ist das so komisch? Das findest du ultra lustig, wenn ich in der Zange bin. Ich find's einfach nur lustig, dass du immer ständig auf der Suche nach was bist. Ja, ich könnte wahrscheinlich 10-mal schneller sein am Tag, wenn ich nicht ständig alles suchen muss. Aber das Problem ist, wenn ich das aufräumen würde, dann würde ich genauso suchen. Dann würde es noch weniger finden. Aber das stimmt nicht ganz. Manche Sachen, die eigentlich einen Platz haben sollten, keine Ahnung. Theorien. Ja, das sehe ich auch so. In der Theorie war es gegangen. Ja. Genau, wieso geht's nicht? Warum geht's nicht ab? Ah, jetzt kommt's ab. Na, ich glaube, das ist schon höchste Zeit geworden, das mal anzukommen. Mhm. Und diese Nut, die steht immer zum Getriebe, also eingebaut ist es so. Mhm, okay. So, jetzt ist schon mal dran. Dann die andere Seite. Genau, aber den können wir uns jetzt hier aufmachen. Ja. Das ist ja eine wilde Konstruktion, was wir uns da überlegt haben. Das hält eine Schaltstange, eine Antriebswelle und. Ja. Whatever. Einfach spontan die Schaltstange an den Querlenker. Das wird die sicher gut finden. Genau, warte, jetzt müssen wir erst diese Scheiße hier mit dieser meiner speziellen anderen Lieblingszange. Die ist extra für solche Scheiße. Vorsicht, geh da mal nicht so nah hin, weil wenn mir das auskommt und das irgendwo in deinen Augen steckt, das kann ich mir im Leben nicht verzeihen. Genau, dann müssen wir noch die Schrauben rauspulen. Endlich mal wieder Sonne. Könnte man jetzt gleich mit dem Abholen in den Fluss springen. Ich wollte schon lange mal die Unterwasserfähigkeit dieses Autos testen. Seitdem wir die Pritsche haben, sind wir nicht mehr auf normalen Straßen gefahren. Oder schon länger nicht mehr. Schon länger nicht mehr. Ja, weil der Käfer, der will ja die ganze Zeit immer nicht raus. Der sagt immer, nee, lass mal, hier ist mir zu nass.
Ja, der Käfer ist leider nicht ganz so dicht. Der ist ein bisschen muschig. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da beim Bauen dieses Autos war jetzt die Dichtheit, die Wasserdichtheit eher zweitrangig. Also ganz ehrlich, hier hat schon mal jemand sich richtig schön an eine Antriebswelle verkloppt. Siehst du das hier? Da hat schon mal richtig jemand schön mit dem Hammer und so sich da dran rumgedengelt. Also am Gelenk mehr. Das könnte auch der Grund sein, warum die so beschissen schwer runtergehen. Also da war schon mal, wie sagt man so schön, ein schöner Fuscher. Ja, das darf man jetzt nicht so sagen. Auch die haben Gefühle. Und die sind von ihrer Arbeit überzeugt. Und Fusch ist ja nicht unbedingt schlechte Arbeit, oder? Das ist halt nur nicht unbedingt richtig. Oh, Auslegungssache, würde ich sagen. Das ist Auslegungssache. So, haben wir das hier. Das geben wir dann den freundlichen Herren vom Schrott mit, aus der osteuropäischen Ecke. Wenn sie gut zahlen, kriegen sie es auch. Qualitätsschrott vor allem, so original vom E-Timer. Das wird dir nicht wurscht sein. Das ist mir aber nicht wurscht. Achso, du gehst ja nach Marken. Ja klar. Also Preisträger. Klar gehe ich beim Schrott nach Marke, oder? Was ist denn los hier? Wir haben das jetzt ja einfach nur, weil wir es uns leisten können, haben wir gesagt, machen wir uns eine kleine neue Achsmanschetten dran, weil das ist eh schon wurscht, haben wir uns gedacht. Ja, aber gibt ja auch Sinn. Ja klar, gibt es Sinn. Ich meine, weißt du, ob das jetzt 10.000 Euro kostet oder 12.000 Euro, das ist schon egal. Also da muss man jetzt echt einmal sagen, okay. Du, zwei Teilzeitpostler, ja. Die haben ja die Kohle einfach übrig. Ja klar, natürlich. Kann man nicht haben wir die Kohle übrig. Bei uns schneiden sie es beim Bauch ein, also. Was soll ich? Deswegen haben wir auch so viele Löcher. Was tatsächlich stimmt, weil so, glaubst du, 2004 rum oder 2005, stimmt, als auf der Werkstatt noch das alte Dach war, da hat es schon beim Dach reingeschneit. Ach so, ja. Und ja, vor allem, da wo es so hart gehagelt hat, da ist mehr oder weniger aufs Geld reingeflogen. Ja, da ist tatsächlich aufs Geld reingeflogen. Aber diesmal nicht beim Dach. Da ist gleich noch ein Fenster gekommen. Ja, da hat es gleich mal alle Autos zusammengehauen, die draußen rumgestanden sind. Mhm. Gott sei Dank kein Oldtimer. Mhm. Wie hast du da eigentlich... Doch, mein Golf, der Postgolf stand draußen. Ah, ja, stimmt. Bei den sagt man so, dass lange nicht so. Nee, der hat auch ein bisschen dickeres Blech als ein Golf 5 zum Beispiel. Bleibst du drauf? So, dann können diese Pömpels da jetzt mal pömpeln. Genau. Und wir warten jetzt auf unser Getriebe. Hage! Wo bist du? Wo bist du? Irgendwas gesagt da oben. Ich hab nichts gesagt. Ich weiß nicht. Ja, weil sonst. Das Getriebe, oder ja, was? Wo haben nichts gemacht? Spinnst du oder was? Ich kann auch mit dem Hammer zugeschmeißen. Hast du einen Vogel oder was? Wahnsinn. Da reparieren wir ein Auto und dann werden wir mit Zeug beschmissen. Unglaublich. Magst du eigentlich was zum Abendessen, oder? Nein, halt nicht. Ja. So ein ganz schön teures Abendessen. Was war Abendessen eigentlich? Ich habe halt noch kein Abendessen. Ich habe noch kein Abendessen nicht gehabt heute. Jetzt bin ich echt am überlegen, wie das. Soll ich das jetzt echt mit Brot machen? Ja, ich habe kein Brot mehr. Schlecht. Aber ich kann es aber echt damit fett machen. Also, was muss ich machen? Mensch, du musst nicht wehtun wollen. Du tust jetzt mal das hier so nach unten drücken, dass das auf gar keinen Fall rauskommt. Das geht schon mal nicht, so wie ich es dachte. Hallo! Grüß Gott! Du bist schon fleißig. Ja, sicher. Bist du gleich dabei? Nein, wie gesagt, das ist halt immer nur ein originaler Motor und ein originales Getriebe und so soll es da bleiben. Ja. Was hast du jetzt sonst noch so gemacht? Alles, einmal. Ja, mehr oder weniger haben wir es einmal komplett zerlegt, ja genau. Also, wir haben das Getriebe einmal komplett auseinandergenommen, wir haben die Lager alle geprüft. Dann sind wir eben draufgekommen, beziehungsweise ich habe gewusst vom Flo, was fein, dass die Synchronisierung gebrochen war und durch die sind auch dann eben die Schaltgabe gebrochen ist. Genau.
Und dann haben wir eben neue Synchronisierung, neue Schaltkabinen eingebaut. Die ganzen Lager haben wir drin lassen, weil die hat Gott sei Dank gar nichts gefeit. Ja. Das Getriebe war auch eigentlich relativ sauber von innen, also da waren jetzt auch keine Späne oder so drin. Mhm. Das ist eh cool. Ja. Was du sagst. Ja gut, ihr seid ja nicht mehr viel gefahren. Nein, eigentlich nicht. Weil sonst glaube ich auch wahrscheinlich mehr dabei. Ja, die Lager von den Schaltkabinen waren nicht nur hier. Mhm. Ja. Das sind so. Ja, ich sage jetzt mal fast, das schaut aus wie eine Metallklammer. Ja. Das ist mit vier Kugeln geführt. Mhm. Das ist einfach nur für die Fixierung, dass die Schaltgabe halt in der Stellung dann auch bleibt, wo es stehen soll. Genau. Da sind zwei solche Klammern sind rausgebrochen, die Kugeln waren alle aber noch im Getriebe drin. Ja, so ist es dann. Ja. Das wurde Getriebe verliert eigentlich nichts. Genau. Das hat große Nase. Das hat Materialauswurf. Du schierst. Dann brauchst du es aber eigentlich auch nur noch ausbauen. Ja. Dann hat es eh geschafft. Das hat einmal so einer Schrauber zu mir gesagt. Materialauswurf. Der hat einen Bus im Hofsteg gehabt und dann sage ich, was feiden an dem? Ja, der hat einen Materialauswurf gehabt. Und dann hängt halt so ein riesen Loch in dem Block drinnen und die Teilinge raus. Ja. Das haben wir da, ja. Also das ist jetzt so gesagt, diese Synchroneinheit. Wahrscheinlich war eh das der Grund, dass dann die Schaltkabel gebrochen ist, oder? Ich gehe stark davon aus. Das zuerst. Genau, das wird gebrochen sein. Durch diesen hat sich eben diese Muffe da verkeilt. Mhm. Und das ist dann so gesagt die Schaltkabe. Mhm. Wie man sieht, die ist ja da abgebrochen. Mhm. Die ist ja eigentlich dann so geführt. Ja. Genau. Und durch das, dass er natürlich dann das verkeilt hat, man sieht ja auch da schon. Mhm. Ja. Hat schon Probleme gegeben. Ja. Genau. Dass anscheinend schon ein bisschen mit mehr Beanspruchung die einfach da reindrucken müssen hat. Gut, ja. Dann der Telefon ist gut. Ciao. So schöne Grüße da waren und dann ist die Tag. Also morgen. Das getropft. Ich habe mich komplett voll angeschaut. Den ganzen Kaffee da drüber geschüttet. Du spinnst ja komplett. So. Das sehe ich da. Ja, ich war schon ein bisschen vorab fleißig. Ich habe schon die Kupplung eingebaut, das Ausrücklager und das Nahtlager schon neu. Genau. Also wir müssen jetzt nur noch den Batzen nehmen und einbauen, ne? Das werden wir wohl tun. Ja? Weil ich habe bis jetzt nur gepennt. Das ist auch. Okay. Upsi. No. Schaut voll schön aus. Ja, das ist auch neu. Yes. 1, 2, 3, 4. Rückwärts. Easy peasy. Ja, genau. Jetzt hoffen wir mal, dass das dann auch wieder funktioniert, wenn wir das zusammenschrauben. Die Höhe von dem, wie hoch der Bus gerade so kommt mit dem Hochdach in unserer Werkstatt, ist so beschissen. Man kriecht hier die ganze Zeit rum wie so. Aber ja, wenigstens geht sie hoch. Schauen wir, dass wir das jetzt einfach gerade hochkriegen und dann. Rein. Also ich schaue mal, dass wir jetzt hier irgendwie durchkommen. Das war ein Punkt, oder? Geht's bei dir? Ja. Okay, wir müssen höher, höher. Du musst jetzt nur ein bisschen gucken, dass wir in den Dorn hineinkommen. Wir sind zusammen. So, jetzt gibst du mir mal Schrauben. Die, so wie sie in der Reihenfolge sind. Ja. Wird der Spalt kleiner, ja? Das mal grob. Genau, die nur anweisen, ja nicht. Weil dann hast du nämlich ein bisschen mehr Spielraum. Siehst du, was ich meine? Ist der? Mhm. Gleift nichts, oder? Glock. Boah, da gibt es jetzt übelst viel zum Anschrauben. So. Ich mag mir deine Augen blau leuchten in dem Licht. Okay.
Also gut, Mensch, du kannst jetzt praktisch dann alle diese Schrauben hier anziehen. Ja. Einmal rund um bis auf das vom Starter, ist klar. Dann muss jetzt so Scheiße haben wir schon erlebt. Gut. Die ist fest. Und dann schaue ich mal, was wir mit der Kupplung tun können. Genau, den Rückwärtsgang können wir gleich wieder anstecken. Den Käfer waschen und polieren müssen wir unbedingt noch, bevor wir aufs Maikäfertreffen fahren. Also vor allem waschen ist ganz wichtig. Da ist ganz schön viel Arbeit noch. Und die Lackversiegelung vor allem. Also schaffst du es bis zum ersten? Also ich bin schon für Nano-Versiegeln eigentlich. Also ich glaube, die müssen wir in eine Aufbereitung geben, das schaffe ich nicht mehr, glaube ich. Und innen? Komplett aufbereitet. Innen ist ja eh immer sauber. Wetter, die ganze, wir haben die ganze Zeit nur Schiedwetter. So einen zugänglichen Motorraum wünschen sich die mit dem T2, mit dem T1 und T2 wahrscheinlich auch immer. Von oben am Motorschrauben, ja hallo. Ey. So ein Luxus um 10. Du bist nämlich heute schon aufgestanden. Und warst so nicht ganz nett. Und da kam mir so die erste Idee. Ach, fick dich! Ja? Dass wir einen 14er Schlüssel noch brauchen. Warum fällt dir das ja, was weiß denn ich? Ich kenne den Rotofi. Mensch, schau. Vielleicht schaffe ich es ja, dass du heute auch noch das Bedürfnis kriegst, mir die Schlüssel zu haben. Es reicht schon. Es reicht schon, wenn du das hast. Ui, ui. Ja? Das liegt aber an deiner. An meiner was? An deiner Ausstrahlung heute. So, jetzt wäre ich wieder schuld, weil du aggressiv bist. Was machen wir? Die Schaltung wieder abschrauben. Warum? Weil wir noch Gekriebel einführen müssen. Und das da im Weg ist, das habe ich nicht beachtet. Getriebeöl haben wir drin. Vermutlich ein bisschen mehr als drin sein soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir sind ein bisschen überfragt. Dann probieren wir es. So. Batterie, Strom. Strom drauf. Ich bin nervös. Also Kupplungsgutschein. Mhm. Oh, hörst du das? Ja. Aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Ja, gut, das. Wobei. Probier's mal. Ja. Boah, ey. Genau das habe ich gesagt, Türen auf, ja. Dieselabgas ist kein Spaß. Glaubst du, dass wir alles zusammengeschraubt haben? Na, ich gehe davon aus. Also. Antriebswellen haben wir fest, die Schraube hinten, das Motorlager haben wir fest, die Schrauben am Getriebe haben wir fest, Anlass haben wir angeschraubt. Die Kupplungsgeschichte ist zusammen. Geil, Mental! Jetzt können wir wieder fahren. Sie fährt wieder! Und es macht keine komischen Geräusche und es geht alles schön leicht. Jetzt machen wir nur eine Probefahrt, schauen wir, ob das Kleid funktioniert. Ich nehme mal lieber die Britsche, da Flo den T3. Schauen wir mal, ob das alles funktioniert, was wir da zusammengeschraubt haben. Aber ich bin auf jeden Fall mega happy, dass sie wieder läuft. Und wir schaffen es nach Hannover, das war ja das Goal und das ist richtig, richtig gut. Also ja, mehr als happy. Vor allem jetzt kann der Sommer kommen, jetzt kann man wieder draußen pennen, jetzt kann man einfach wieder mehr Freiheit. Ich habe meine Wohnung wieder, das ist einfach sehr gut. Hast du morgen frei, aber Scheiß hast du morgen. Erstes Picknick mit der Tussi. Mhm. Willkommen in Bayern. Ich
Und bei uns ist morgen das erste Treffen und das ist so ein bisschen Auftakt der Saison für uns. Und wir freuen uns einfach total drauf. Wir freuen uns, dass wir mit dem Bus jetzt nach Hannover fahren können, aufs Maikäfer-Treffen, haben da richtig Bock drauf. Und der Flo hat in dem Bus jetzt noch den Ölkühler eingebaut. Jetzt ist der auch endlich verbaut. Der lag irgendwie ein Jahr in der Werkstatt rum und jetzt passt es. Und ich werde es jetzt noch ein bisschen sauber machen, ein bisschen schauen, ob innen auch alles passt und so. Und wir werden sowieso an der Tussi im Winter noch was machen, also blechmäßig und auch von innen. Aber jetzt dabei ist einfach nur fahren und glücklich sein. Ich verstehe das nicht, das mit so sexy Car-Wash, das funktioniert bei mir irgendwie nicht so. Warum? Why? Dirty, dirty, dirty. Ich verstehe das übrigens vollgas, warum der Flo bloß so Ratten hat. Den habe ich noch nie Autoputzen gesehen, ehrlich gesagt. Was soll ich sagen? Ich wäre gern Spießer und hätte einen Kerker. Würde auf jeden Fall einfacher gehen. Aber ich habe das Dach jetzt gleich geschafft. Jetzt muss ich bloß schnell umpacken. Wo ist der verdammte Key? Hier wie dies. Tussi ist fertig. Ja? Und? Gott, ich bin auch wieder da. Ja. Der ist wieder die Bestie lebt, hat er mir gesagt. Super Auto. Weißt du, bist du zufrieden mit der Karre? Die Farbe ist eine Sonderlackierung. Special Edition. Vielleicht auch Special Edition, kurz vorm Abfallen. Da braucht man so einen gewissen Schlag mit dem Spitz. Aber Hauptsache ein Spucknaffi-Link gerade. Ja, das stimmt. Behördenkackbraun, Alter. Geil. Das ist schon geil. Teppich. Geil. Natürlich Teppich. Angeschnallt bis Tag gleich. Marke Gebet. Marke Gebet. Gebetsteppich, verstehst du? Du kannst nur deinen letzten Gebetsstoß auf deinen Teppich ja. sprechen. Ey, da ist ein Feuerzeichen, ich fass es nicht. Nervt da kaum so ein Geräusch? Nein. Das hat die Post schon mal gut drauf gehabt. Nervende Geräusche. Mitarbeiter zu mir zusammenbüßen. Ey, aber er läuft wieder, Alter. Ja, endlich. Haben die gestern einfach mal noch schnell die Dieselpumpe getauscht. Ja. Die Wahnsinnigen. Mit Berti und mit Markus. Genau, und dann sind wir zum Meierrollern gefahren, auf Reichertsheim, und haben uns Dieselpumpen geholt. Zwei eigentlich. Und jetzt läuft er. Geil. Sie läuft und schnurrt, ist sauber und von innen und von außen, wobei von außen wird sie gerade schon wieder dreckig, aber wurscht, hilft nichts. Wir starten jetzt dann schön langsam Richtung Maikäfer-Treffen. Ich denke mal, von da aus wird es das nächste Video auch geben und bis dahin startet gut in die Saison und viel Spaß!